Ja, easy. Bester Meer. Ah, was immer halt bedeutet. Ich schreibe einfach mal. Ich schreibe gar nichts. Trotzdem ein hartes Wort. Schon, aber ich finde auch sehr lustig. Ey, lass mich Series durchgehen, oder? So, ich würde die Stimmung mal gerne selber mitnehmen gerade. Deswegen machen wir es so folgendermaßen. Dann fangen wir mit Asia an oder was anderes? Ja. Was dich wundert, die Champsex ist wieder drin, weil es auf dem letzten Patch war. Wir haben ja vorher die Champsex immer nicht gezeigt, weil wir sonst nämlich zu viel Infos abgeben an die anderen Teams. Wenn du nämlich jetzt schon darüber redest, also jetzt reden wir darüber, welche Players die für uns haben und für die Gegner. Was so unser Read ist auf die, auf den Patch und so. Und wenn du das machst und der Gegner guckt das an, dann kannst du sehr, sehr easy aushebeln, wie du dagegen gegen das Team draftest, wenn du halt die Internas kennst. Ne? Deswegen gehen wir hier ran und zeigen euch das jetzt. Kann man machen. Weil wir es tun können. Weil der nächste Patch halt einfach ein ganz anderer sein wird. So ein bisschen weg, Mathis ne? Lord zuckt gerade zusammen in seinem Stuhl. Es gibt andere Champs als Azir. Oh, und jetzt zuckt Noboy zusammen. Es gibt andere Champs als Victor. Das war's mit den Champions. Jetzt gibt's Karma vs. Lulu mit Lane. So abwegig ist nicht, ne? Kannst du das Kha'Zix auf den Trust? Oh mein Gott. Der, letzter Mann Talia, immer noch alle? Ja. Ja. Ich glaube, sie geben dir eine Hoffnung. Talia haben wir, glaube ich, nicht einmal gesehen in der Series, oder? Also Talia war da, glaube ich, gar kein Faktor mehr. Gefühlt. Aber gehen wir nicht über Yumi Kha'Zix? Ein bisschen lauter machen. Klar, ich werde den Sound aber nicht lange zeigen. Ah! Ich wollte nur reinhören, wie die Stimmung so ist. Der wird ihn ja nicht picken. Wir können auch jetzt. Ja, okay, bla bla bla. Draftet sich so super, so super spannend. Was spielst du für einen Summoner? Okay, also Draft-wise muss ich sagen, Gegner auf jeden Fall mit einem krassen Early-Game am Start, ne? Haben wir. Ja, in-game darüber reden. Ich glaube, meine POV will ich euch gar nicht zeigen. Also, ich habe jetzt keinen Fehler, also wäre jetzt nicht groß schlecht, aber. Die stacken hier schon eine Wave, die könnten actually dann. Ich glaube, wir machen lieber den Prime League. Ich weiß nicht. Das Prime League Ding. Könnt ihr die Wave trennen oder nicht? Ja, kann man nicht. Könnt ihr nicht. Okay, das war dumm. Macht's gut. Dann mach ich wahrscheinlich Wave und komm runter. Ciao, ciao. Ja? Ja, 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 ja. Ich bin gleich soweit. Ich bin auf dem Weg. Ganz runter die Pin, ich hab viel Freizeit. Bisschen zuerst droppen und dann werde ich. Ich werde die Pin, wenn ihr euch bleiben. Ich werde die Pin, wenn ihr euch bleiben. Ah! Leute, der Flash, oder? Der Flash, der war klasse. Ich hab viel Freizeit. Bisschen zuerst droppen und dann werde ich. Ich werde die Pin, wenn ihr euch bleiben. Ich werde die Pin, wenn ihr euch bleiben. Zack! Die wollten mich einfach diven an den Turret knocken und sagen: Stopp, Rücki 1. Aber ohne mich. Ich bin gleich auch noch da, ich bin Brain, 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 Brain. Der hat noch Flash, also, schon mit mir, ich bin tot, aber darum geht's ja jetzt nicht. Folgendes, wir nehmen das, wir nehmen die Übersicht hier. Wir nehmen den Cast. Jetzt noch exhausted. Ja, not sure. Und das sollten wir gar nicht hören, ne? So, zack. Zack. Okay, rein. Wir machen doch ein bisschen Musik im Hintergrund, glaube ich. Where's the music? Oh, warte mal. Ich suche mir eben noch ein bisschen Musik. Weil ich werde nicht dazu trocken ist. Ich will aber nicht die Ingame-Szenen zeigen. Tree of Life, Inspirational, Beautiful Music Mix. Alles klar, rein. Auch ohne Voice? Ja, Voice könnt ihr euch selbst reinziehen, wenn ihr wollt. Wir können über das Game reden. Also, erstmal hier, mega geiler Call von Agurin. Agurin hat sich die Series vorher angeschaut. Hertha BSC neigt dazu, Level 1 ein Late Ward zu stellen an die Geister. Wir wissen das. Gehen hier gut rein. Freddy hat actually ein bisschen gepennt. Wenn er früher moved, kriegen wir ja schon früher einen Flash. Aber wir kriegen einen Flash. Mega geil. Dann kommt Agurin von oben, was übel gut für uns ist. Und wir kriegen zwei Flashes fürs Early Game. Was gleich mega wichtig wird. Ich gehe kurz über die Lane-Matchups drüber, während hier nicht viel passiert im Early-Game. Tolkien, also Tolkien gegen Sejur, Gegner haben Gnar gepickt. Unser First-Pick war Sivir, weil Sivir einfach für uns in der
Frankfurt Series, glaube ich, alles gewonnen hat. Pink ist einfach extrem stark, wurde auch gebannt tatsächlich in der Series nach dem Game, glaube ich. Von beiden Seiten immer. Sejuani in Tugnar funktioniert. Der Gnar kann die Sejuani zwar split pushen, aber beide haben in etwa gleich viel Impact im Teamfight. Plus Sejuani hat auf einem Item einen größeren Spike. Also für eine ganz lange Zeit ist Sejuani einfach am Drücker und kann halt mit der Prio, die sie hat, auch andere Lanes ganken und Engages spielen und so weiter und so fort, was sehr cool ist. Ansonsten Poppy into Wukong ist so ein Standard-Counter-Pick, so nothing too special. War von Hertha BSC geplant. Wir hatten aus unserer Perspektive weder Draven noch Poppy auf dem Schirm. Wir haben die Games natürlich auch gesehen, die sie gespielt haben. Aber ich glaube, Poppy hat keine Rolle gespielt für die und Draven auch nicht. Also Draven wurde weder gepickt noch gebannt. Und als sie den Draven gehovert oder beziehungsweise gepickt hatten, war bei mir so ein bisschen Muffensausen am Start, weil offensichtlich ja Draven Nami into Sivir fucking insane ist. Also richtig gut. Und hier sehen wir den Dive nochmal und der ist actually fucking nice für mich, weil Nio hier nämlich Aggro nimmt und ich dadurch den, also ich muss den Stunflash von Poppy, aber Nio nimmt Aggro, Tolkien TP't runter, wir kriegen den Flash und kriegen zwei Kills raus und damit ist der in Botlane schon kind of entkräftet, ne? Ich habe meine Exhaust nicht genutzt, ich glaube, ich hätte es tun sollen, so im Nachhinein. Aber ab und zu ist ein Summoner-Spell saven bei einer Dive-Situation auch nicht so kacke, tatsächlich. Also Dive-Situationen sind generell immer schwer zu sagen. Reicht, also man will nicht einfach beide Sums immer raushauen, weil du nämlich dann nochmal easier redivebar bist, wisst ihr? So, hier fightet Agurin. Bisschen viel, finde ich. Also war ich nicht so happy mit, dass wir nach einem erfolgreichen Play Botlane hier direkt für einen Riverfight gehen. Andersrum muss man sagen, Arguin sucht halt eben nach Fehlern der Gegner. Und wenn er die findet, also wenn die Gegner Fehler machen, dann ist so ein Game halt auch mega entspannt, ne, für uns. Wenn du im Early Game gegen die Enemy Team Comp Ahead kommst, dann bist du schon mal ganz gut dabei, at least. Du hast trotzdem nicht drei Waves am Turret. Der Dive hat für die Gegner trotzdem natürlich ist der Dive für die Gegner trotzdem sehr gut. Also ich werde trotzdem gestarved. Aber wann will ich das nicht? Da findet ihr aber viele, oder? Und Tolkien verliert auch etwas, ja. Aber es ist trotzdem im Rahmen unserer Win Condition, weil ihr müsst ja sehen, dass wir, dass Sejuani, wenn jetzt angenommen, Arguin würde für Sejuani spielen und man würde mich komplett in Ruhe lassen, dann ist dieses Game verloren, weil Tolkien das Game nicht carryen kann auf dem Tank. Also sie brauchen mich und sollten deswegen auch, wenn die Gegner nämlich reinspielen, mich covern, soweit es eben geht. Oh, bist du süß. Bist du mein Freund? So, ihr seht, ich habe 12 CS, 32. Es gibt keine Möglichkeit, wie ich das verändern kann, leider. Also ich muss von Level 1 an den Draven respektieren. Traden darf ich nicht. Gegner outsustainen, haben mega viel Damage. Ich kann die Wave hier auch nicht trimmen. Hier steht mit Kenneminion, weil ich nicht mal den Q nicht in Time abhatte. Und jedes Mal, wenn die Wave so reinkickt, ist bei mir ein bisschen, sagen wir, hoher Puls, weil ich nämlich nie weiß, ob Poppy nochmal da sein kann oder nicht. Ne? Das ist einfach sehr riskant. So. Einfach ein sehr, sehr riskantes, sehr, sehr riskante Lane. Man geht hier nach oben. Ja, ich denke, das ist gar nicht so spannend, oder? Also ihr seht auch, die trappen halt unten im Busch, ne? Kani zeigt sie nicht, geht Fokker vor rein, bleibt auch stehen. Ist really nice, really fucking nice. So, jetzt haben wir Slowpush in die Gegner rein. Der wird aber, glaube ich, jetzt aufgebrochen, der Slowpush, weil sie nämlich Wukong Toplane sehen. Und weil sie Wukong Toplane sehen, wollen sie unten jetzt wieder eine Wave säcken und in uns reinspielen mit dem Dive. Mitte hat auch immer Prior, ne? Also Matzlaff bekommt Mitte auch immer Prior. Und in dem Fall nutzen wir den Slowpush für den Drake. Was auch natürlich mehr als viable ist. Ne? Oh, bist du süß. Bist du mein Freund? Also die hat quasi die Option zu diven oder zu den Drake zu nehmen und sich für den Drake entschieden. Auf jeden Fall ist Hertha ist auf jeden Fall am Drücker. So, kann man, glaube ich, mal sagen. So, Freezes hier
Können wir auch nicht contesten. Ne? Wenn Hertha freezen möchte, dann machen sie das. Aber fairerweise, ich weiß nicht, ob ich einfach, also ich bin auch ein bisschen schlechterer ADC, aber ich fand Koldras Wave Management nicht immer gut heute. Also das Mechanic ist ja zehnmal ich, aber sein Wave Management hat nicht das, also ich glaube, er hätte besseres Wave Management haben können hier und da. Oh, bist du süß. Bist du mein Freund? Magst du 1,25 stellen? Können wir machen, klar. Jetzt wird es ein bisschen faster, ne? So, genau. Die Basen, ich bin später Base gegangen. Jetzt habe ich natürlich eine Sivir und habe direkt immer Pressure auf dem Ding, ne? Heißt, die Wave ist unresettet? Oh, bist du süß. Bist du mein Freund? Und jetzt habe ich actually Prio, aber Freddy lässt sie leider catchen. Und damit ist die Überzahlsituation, die wir uns eigentlich nicht wirklich erspielt haben, die hat uns gegeben hat, ist gone. Und wir verlieren Harold hier. Und da muss ich sagen, war nicht gut, ne? Weil ich gleich mache. Da bin ich ein bisschen übermotiviert eventuell. Aber ich bin ja auch eine Sivir, die einfach gestarved ist. Und wenn ich da zum Beispiel schon die Nami-Ult flashe, dann krieg ich den Kill hier einfach, ne? Ah. Den Q da nicht zu treffen ist okay, aber. Aber der ich so zu deep gehe, ist schon nicht so geil. Das war nicht so gut. Da haben Freddy und ich. Actually ist mir aufgefallen, dass Freddy und ich gerne Fehler zusammen machen. Schön Hand in Hand. Ne? Wir machen generell häufig gleichzeitig einen Fehler. Okay. Pause. Genau, jetzt bin ich halt ordentlich CS behind, weil ich oben gestorben bin und Colter unten geblieben ist. Hat der Platings bekommen. Ja. Und halt Minions. Und das ist dann nicht mehr so schön, ne? Kriegen hier bitte die Ari-Ult, was sehr cool ist. Wir müssen die Drakes alle abgeben. Nothing new, Scooby-Doo. Ich skippe einfach mal durch, ne? Weil Early Game ist halt wirklich so. Wir schieben uns Botlane-Waves hin und her. Jetzt schieben wir uns auf allen Lanes nur Waves hin und her. Lamaberg committet nicht so richtig hart für Bot, was probably auch die bessere Entscheidung ist, I think. Hier gibt es auch wieder einen 4-Mann-Botlane-Push oder 4-Mann-Botlane-Dive. Wo man, glaube ich, Arguin noch nicht so früh erwartet. Hier kriegen wir also die Ari-Ult. Und wenn Ari nicht ulten muss an der Stelle, dann diven die uns hier in dem Turret. Und so können wir bei Actually halten noch. Das geht quasi, die Grundthematik dieses Games ist für uns einfach nur halten und scalen. Ne? Weil wir auf Support, Mitte und ADC outscalen werden. Und Jungle probably auch. Also Poppy ist auch jetzt schon nicht so der coolste Champion später. Das heißt, dieses hier, dieses Rumschiften von den Junglern und den Supportern ist komplett gut für uns. Ich kriege meinen CS rein, der Draven kriegt auch CS, aber niemand stirbt, wir fighten nicht und niemand, also und die Jungler farmen nicht. Wenn unser Jungler schon seinen Powerspike gereicht hat. So, dann hatten wir die Situation, dass wir früher gebased sind auf Botlane, richtig? Yes. Und dann haben wir mit der Pryo ganz gerne den Herald fighten wollen. What happened here? Freddy ist schon wieder in einem schlechten Lauf hier. Oder es ist immer so, wie kommentierst du das, ne? Ist Freddy in den falschen Lauf hier gegangen oder hätte er vorher abgeholt werden müssen? Ich will immer die Schuldfrage will ich mal gar nicht aufmachen. Die hilft auch nicht weiter. Aber Freddy verliert Flash und wir verlieren Herald, weil offensichtlicher Draven stärker ist, zu dem Zeitpunkt noch. So, dann gibt es hier einen Play auf Freddy. Wo er natürlich ohne Flash gegen Ari. Ja, ist keiner rough. Dann chippt Zeugchen oben im 1v1. Das ist dieses, wovon ich sprach, mit dem Split-Push, ne?
Was dann relativ blöd ist, Agurin versucht den Counterkill zu holen. Man muss sagen, an dem Punkt sind wir einfach massiv behind, dass wir das Game noch gewinnen, ist echt crazy. Ist mir nicht aufgefallen. Also aus meiner Perspektive heraus bin ich natürlich offensichtlich behind in meiner Lane, was wir auf den anderen Positionen auch slightly behind waren, habe ich gar nicht gerafft. Genau, so. Dann gehen wir hoch und da war eigentlich ein richtig geiler Call von Arguin wieder. Also Arguin hat richtig gute Calls, sehr oft. Das heißt, wir stellen mich in nah rein. Freddy hält Mitte und wir stellen Tolkien in Ari rein, glaube ich, ne? Das ist insofern gut, dass wir halt eine Prio-Lane haben. Bedeutet, ich kann einfach in den Gnar reinspielen. Wenn ich Backup habe von Agurin oder Kani, dann sind wir stark genug, um den Gnar plus X zu fighten. Vor jedem Draft googeln. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Es wäre schön, wenn wir nicht überrascht werden würden von irgendwelchen Matchups. So, hier die Grundidee. Also was cool ist natürlich, Freddy outranged Leute. Und wir können jeden Engage disengagen, ne, von Hertha, which is quite nice. Richtig geiler Catch hier und noch geiler, also ein bisschen Glück auch, muss ich sagen, weil nicht preparen. Aber wir sehen hier, dass die Gegner, also das Lamabär für Wölfe gehen möchte. Wir gehen hier für einen Catch und was Arin und ich hier machen ist, weil wir sowieso nicht in Time da hinlaufen können, die Bot den Move in uns rein. Was insane ist für uns. Richtig gut. Also generell schön, wenn wir so aggressiv spielen. Aber wir kriegen hier, glaube ich... Ah, okay, den können wir nicht bekommen. Oh, darf ich euch das zeigen? Das ist, glaube ich, der schlechteste Move in der ganzen Series, den ich gebracht habe. Dafür muss ich ein bisschen im Tempo runtergehen. Weil da war ich sehr stolz drauf. Ich würde sagen, ich habe mechanically auch oft gut gespielt. Aber... Watch me, guys. Ich bin in den Gnar reingeflasht. Ich bin actually in den Gnar reingeflasht, Chat. Wild, oder? War das wild? Da war wild. Ich bin einfach in den Gnar reingeflasht. Like, man muss nur da hinten, man muss nur... Und um den nennst du immer, weil ich einfach einen absoluten Tumor habe oder so. Okay, watch this. Free hitting. Ist gut. Ich glaube, ich hätte zu viel Autotext misse. Und dann, man sieht es kaum, ne? Weil meine lieben Teammates auch jetzt nicht so viel besser sind, was es angeht. Aber ich flash actually in den Gnar rein. In sein Face. In sein kleines Fickgesicht. Zeig Voice Comms. Spider-Attack. Das ist viel später, oder? Ich komme einfach mit ein. Naja, aber zwei Items hatte ich doch nicht. Ich will einfach ein Play machen. War mein erster Kill? Wenn nach vorne rennt, honestly. Wenn wir Wann war das? Okay, Intunar. Warten wir gerne nach Vorsicht. Da ist es. Da. Oh nein. Nice. So, ne? Die Situation aus meiner Perspektive. Warten wir gerne nach Vorsicht. Ich bin gleich da. Oh nein. Darf ich kommen? Oh, ich sag. Das ist maybe not too bad. But actually big damage. Ich sag's doch, oh mein Gott, aber ich wollte jetzt nicht. Kann ich zur Brücke oder so? Zu hart drüber reden. Das war doch. Quite nice. Ich glaube, alles gewinnen hier. Aber jetzt können wir nicht mehr. Aber jetzt nehmen wir Fights. Ja, aber jetzt müssen wir Go Time. Besser. Ich bin gerade genau reingeflasht und ich denke, wir gewinnen wirklich Fights, ja. Aber wir müssen Ranked preparen. Wir müssen Ranked. Ja. Haben wir es gehört? Ja, ne? Ich sag quasi so. Ich bin gerade in den Gnabel reingeflasht, bin den Fight trotzdem geholt. Ich glaube, wir gewinnen Fights. Hast du mir Exhaust gefettfingert? Nee. Nein. Ich wollte exhausten, aber ich habe nicht gefettfingert. Es war einfach ich weiß, dass ich flashen muss. Ich habe auf die Richtung nicht
getroffen. Musst du den Wölfen rüber? Nee, die Idee ist eigentlich, also ich würde eine Gnar-Ult immer so defensiv wie möglich rausflashen und dann den Fight resetten. Weil für ihn, für einen Gnar-Fight hat viel Value. Und normalerweise kommt ein W danach. Und dann will ich nicht in den Gegner rein, drinstehen, wenn ich ein W noch respektieren muss. Leute, die auffallen lassen, der Fight, sind hier 4k Gold behind. Und hier sind wir 3k Gold behind. 1000 Gold. Aber, was wichtig ist, Champs sind zu verschiedenen Zeitpunkten verschieden stark. Für uns sind also diese 1000 Gold, die wir gerade auch wieder gut gemacht haben, mehr wert, weil unsere Champs besser sind. Okay, also wir laufen rein, wollen engagen und so. Das ist dieses Hin und Her, ne? Niemand will so richtig hart committen. Wir machen es aber actually nice dafür. Ich wusste ja nicht, dass wir zu dem Zeitpunkt 3000 Gold behind sind, ne? Wie gesagt, ich habe nicht mitbekommen, dass wir auf anderen Rollen auch behind sind. I didn't know. So, hier Mitte-Push holen, damit nämlich die Gegner dazu gezwungen sind, Drake auch anzufangen, wisst ihr, damit wir einen Fight bekommen. Dafür holt man hier Mitte-Push. Weil wenn wir jetzt Mitte einfach so, wenn man Mitte so lässt, ne, dann hitten sich gegenseitig Minions, aber die Gegner verlieren ja nichts dabei. Wenn ich jetzt diese Mitte-Wave pushe, ist es wieder Golden XP, die drauf geht. Und Hertha muss eigentlich was machen. Oh, bist du süß. Willst du mein Freund sein? Können wir tanzen? So. Not the best. Der startet eigentlich Hertha ganz gut rein, ne, in den Fight, muss man sagen. Sie kriegen Tolkien raus. Ich spellschilde, aber treffe nicht. Und dann kommt die Ult von Neo, die auch wieder sehr stark ist, wie ich finde. Kriegen guten Ahri-Damage rein. Und ich weiß nicht, ob Hertha sich hier zurückziehen muss, tatsächlich. Sehe ich gerade. Muss ich Hertha jetzt zurückziehen? Not really. Das war auch ein wilder Fight. Ich mach's ein bisschen langsamer. Also das ist immer die Grundvoraussetzung, ne? Wir wissen auch, dass die oben sind. Wir wissen aber auch, dass sie keine Ults mehr haben. Ist doch so, ne? Ich glaube, die haben keine Ults mehr. Hier Mistflamer fairerweise einfach seine Ult, weil ich kann den dann ran. Also ich weiß, dass Flame von oben kommt. Die hätten auch mit der Knallpflanze arbeiten können. Dann kann ich da nicht mehr raus. Aber so bin ich einfach nicht in Range von der Ult. Ich glaube, ich spellshield die auch nicht. Oder spellshield ich die doch? Nee. Schöne Ult von Kani an der Stelle auch, muss ich sagen. Und dann habe ich hier das Problem gehabt, dass ich nicht so richtig. Also, ich kann. Mein Positioning ist sehr schwer. Weil ich nicht hier oben reinmoven kann, weil Gnade auf mich committen kann, weil Ahri und Nami hier sind, ist es sehr schwer für mich zu positionieren. Also habe ich einfach gesagt, okay, fuck it, ich laufe an die Wand. Und, well, werde halt eben CC'd, exhausted, gecharmed. Not much to do for me. Aber der Damage von Tolkien und von Freddy ist so hoch, dass ich hier tatsächlich einfach aufräumen darf. Sehr cool. Sehr cooler Fight. Obwohl ich halt viel CC getankt habe, unbeabsichtigt, kann man den Fight gewinnen, ne? Das halt, da kann, also in so einem Fight zum Beispiel, kann wahrscheinlich auch jeder von euch ADC spielen. ADC ist eine weirde Rolle, was das angeht. Also manchmal bist du halt, du machst erstmal nicht wirklich viel richtig, aber du kriegst den Fight so gelegt, dass du nur noch gewinnen kannst. Was quite nice ist. Genau, so, unser Read hier ist, wir haben diese Top-Wave oben, die Ahri annimmt, ne, könnt ihr auf der Minimap sehen, die gibt uns die Zeit, einen 4-1 aufzusetzen, weil die, bis die Wave bei uns im Tier 2 ist, vergehen 1000 Stunden, so. Also wir können unten reinpushen in den Gnar und in dem Fall sagt sich Agroin halt, okay, ich kann alleine Mitte pushen, spielen wir ein schönes 4-1. Wir sind eigentlich sehr schwer engagebar. Wir outrangen die Gegner. Wir müssen auf TP-Wards müssen wir natürlich achten. Aber im Grunde genommen können wir so wahrscheinlich am meisten Progress machen, ohne dass jemand gecatcht wird.
sagte ich, und dann wird Arguin gecatcht. Aber auch in dem Szenario, sie catchen, müssen halt auch ihre Sachen einsetzen oder ein bisschen ulten oder so. Und dadurch kriegen wir einen Tröd. Das ist so der Plan dahinter. Ne? Deswegen verteilst du dich ein bisschen auf die Map. Damit die Gegner sich splitten müssen und du immer was, selbst wenn die jemanden töten, bekommst du was dafür raus. Also du machst quasi Progress. Genau. Gleiche machen wir jetzt auch mit Top Lane, wie ihr sehen könnt. Und hier ist jetzt das Schöne, dass die Gegner keinen Midlaner abstellen. Ne? Also niemand von denen geht Mitte. So, Leute, wir haben jetzt ein 4 und 4 in einer Situation, wo die Gegner sehr wenig Push haben, sehr wenig Engage haben, wo eigentlich quasi nur ein Poppy Flank oder eine Ari-Ult mit Charm uns gefährden kann. Ich spiele Sivir, ich bin komplett safe. Wir spielen Jenna, Xerath und die Gegner müssen unterm Tower jetzt die ganze Zeit gucken, wie sie die Situation lösen wollen. Weil so schwer, so einfach ist es nicht. God bless haben die Gegner den Drake, den Ocean Drake, der ist sehr wichtig für die, wenn die keinen Ocean Drake hier haben. Ist es mehr als nur rough. Mein Freund sein, können wir tanzen. So, weiter geht's. Ich mach wieder auf 1, 2, 5, ne? Genau, und dann kommt der Elder Drake, oder? Der Elder Drake Fight. Und hier wird viel getanzt, Leute. Hier haben wir die Tanzstücher ausgepackt. Also, wir wissen in etwa, also wir wissen, dass die Tempo haben auf der Map. Wir wissen, dass die uns trappen wollen. Wir wissen aber auch, dass ich 3 Items habe und ich gerne den Fight spielen möchte. Jetzt müssen wir, hier und da müssen wir mal einen Blue Trinket investieren oder so. Und Tolkien muss halt viel Face checken. Damit wir die Area wieder einnehmen können. Diese Situation hier, ne? Also jetzt geht's ordentlich los hier. Die Situation hier, wenn wir keinen Tank picken, wenn wir jetzt so eine Situation haben, dass wir für den Elder Drake spielen müssen, aber wir spielen stattdessen Yora und vielleicht nicht mal Wukong, sondern Kha'Zix oder so, ne? Dann können wir diesen Fight komplett vergessen und dann müsste man über Topside spielen. Dann müsstest du immer die Wave oben erst holen. Und dann am besten auch mit Tempo, weil du sonst Elder Drake tradest gegen eine Wave Top. Was nicht gut ist. Aber in dem Fall haben wir einen Tank. Wir wollen gerne moschen. Also würde ich sagen, moschen wir. Ne? Tolkien kitet hier schön rein und raus. Das kann er am besten. Findet den Engage auf Lava. Der übrigens ein attraktives. Also Lava Bear ist deswegen ein attraktives Target zum Engagen, weil er zum einen kein Clans spielt. Und zum anderen ist Poppy useful, wenn sie engaged wird. So. Wenn wir keine Jump, also wir müssen nicht auf sie drauf jumpen, sondern wir engagen sie. Töten sie und ihre Ult und ihr E-Spell und so weiter und so fort ist nur dann gut, wenn du der Typ bist, der rein kann. Also wenn du den Flank hast. Wenn du eine Sejuani ins Face bekommst, dann bist du ein Stück Scheiße. So. Lama überlebt leider und kriegt dann deswegen noch den, kriegt dann noch Arguin, Tolkien wieder disengaged. Was nicht so cool ist. Aber was wir geschafft haben, ist, wir haben uns die Position erarbeitet vom Drake. Das heißt, die müssen uns facechecken und uns zu facechecken into Xerath, into Jenna, into Sivir. Könnt ihr mal bei Hertha vielleicht anfragen. Macht nicht so viel Spaß. Ist nicht so cool. Möchte man nicht haben. Ja, auch wieder. Muss sagen, in Game 1, also nicht nur in Game 1, aber in Game 1 besonders im Sonnenmaße ist mir sehr hart. Also bei Koldra bei den Wölfen. Also er möchte. Ich glaube, ich weiß warum. Also er nimmt Mitte an und möchte dann aber muss dann in Safeway gehen, weil sich Hertha zurückzieht in Drake Pit und Arguin über die Wall engagen kann auf ihn mit Xerath Ul zusammen. Er muss den Safeway gehen und selbst dieser Laufweg hier für ihn ist riskant. Finde ich okay. Ja, anyway, wir engagen. Und was ich auch sagen wollte, die Frontline hier hat sehr gut gespielt dieses Game, fand ich. Arguin und Tolkien haben sehr viel. Hier dieser Engage ist auch schon wieder so, der ist auch schon wieder quite gut, weil der Gegner pressured, sie selbst aber nicht in Gefahr sind, ne? Also die overcommitten jetzt nicht.
und support mir schön raus. Wieder der Engage, Flame muss rüber. Flamer flasht rüber. Der Draven versucht zu hitten, kriegt sofort Spells von Xerath an die Fresse, aufs Fressbrett. Sehr stark. Kani, oh mein Gott, Kani finished Elder Drake. Okay. Wild. Aber insgesamt einfach nicer Fight so. Also, nicer Drake. Also wir haben quasi alle Schritte, die man machen muss, haben wir auch gemacht. War ich sehr zufrieden mit. So, wir versuchen mal zu finishen. Wir haben keine Wave mehr gehabt, genau. Und dann mussten wir noch raus. Da kommen wir Freddy einigermaßen, glaube ich, noch. Jawohl. Oh, Freddy, danke für den Host. Merci, alle Leute, was geht ab? Dann haben wir mehr Smite Steel auf Elder gemisst. Maybe, ja. Passiert. So, wir haben Elder Drake auf jeden Fall. Das heißt auch, dass wir Finesse spielen können. Hier haben wir so ein bisschen eine Unruhe drin. Da haben wir jetzt nichts, da haben wir nicht so gut gelöst, fand ich. Algorithm von Raid. Hello. Welcome, guys. Welcome. Also hier haben wir so ein bisschen, hier fand ich persönlich, eine Unruhe war so ein bisschen drin. Da haben wir nicht so richtig gut gezündet. Wir haben so einen Elder Drake schon ziemlich wasted. Oh, das hier, was ich muss sagen, war sehr, sehr schön. So einfach sehr gut. Sehr gut gecallt. Ne? Was er gecallt hat, aber war sehr nice gecallt, die da trappen. Ich glaube, war auch Freddy oder Kani. So, wir haben in dem Fall Ahri raus aus dem Fight. Ahri Ult hat natürlich keinen Cooldown eigentlich. Xerath Ult aber auch nicht mehr so viel zum Zeitpunkt. Fangen wieder Nash an. Wollen wieder turnen. Hier muss ich sagen, also. Arguin ist normalerweise der Typ, der. Also, Arguin Shotcallt sehr viel, aber er ist auch jemand, der gerne mal den unkonventionellen Call macht, den Nicht-Lehrbuch-Call im Sinne von, lass mal lieber hier fighten. Und Arguin callt einfach hier, nee, wir holen jetzt erst Mitte Wave, dann gehen wir für Vision, dann gehen wir für Mitte Wave und dann spielen wir Nash. Fucking geil. Also, fucking gut, glaube ich, habe keine Ahnung. Ich weiß es da auch nicht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir, also keiner von uns hat gedacht, dass wir gewinnen können gegen euch. Und ich weiß, ich bin auch fairerweise nicht ganz sicher, ob es an uns lag oder an euch. Ist auch so ein Ding. So, genau. Wollten wir hier rein, aber kriegen den Engage nicht. Den gibt es uns Hertha nicht, den Engage an der Stelle. Und dann ist, glaube ich, dann der erste Drake schon weg. Wir Splitbush spielt, war krank. Oh ja, also, I mean, das machen wir, glaube ich, einfach gut. Tatsächlich. Splitbush fühlt sich immer sehr gut an. Also auch vor allem beides zu haben, ist halt geil. Ne? Also Arguin kann beides shotcallen. Ist quite gut. Yo, anyway, ich glaube, hier verschleppt man so ein bisschen Tempo. Ich glaube, wir sind sehr viel stärker, aber wissen nicht genau, wie wir es hinkriegen, dass wir das Game gewinnen. Wieso hat Hertha hier. Okay, wir schieben uns die Waves gegenseitig weg, ne? Ach, Freddy war Bot, ne? Genau, Freddy war Bot, deswegen fangen sie Nash an. Oh, bist du wir wissen die ganze Zeit von. Wir wissen die ganze Zeit, dass Ahri da unten steht. Wir wissen die ganze Zeit, Ahri unter uns ist. Wird gleich auch gepinkt, glaube ich. Ja, ist gepinkt. Aber wir können Nash stallen. Überlegen, zu Eldorak zu gehen. Aber unser Eldorak war scheiße. Also gehen wir zurück zu Nash. Dieser Nash-Dance und dieses Eldorak-Spielen, muss ich sagen, war sehr geil. War wirklich. Nice, gespielt. Oh, bist du süß. Willst du mein Freund sein? Können wir tanzen? Auch die Awareness zu haben, dass die ganze Zeit Ahri flanken kann. Und hier kriegen sie dann nur Frontline.
Wir kriegen fast Lama-Bär. Hier, da muss ich sagen, das war ein Fehler von uns. Also ich finde das bisher richtig nice. Dass wir Lama-Bärs Flash kriegen, ist auch cool. Aber... Oh. Das hier ist not so hot. So, wir kriegen ja ordentlich was an Flashes raus, ne? Wir haben Gnarflash, Poppyflash, Dravenflash. Shotgun nur Arguin. Nee, nicht nur Arguin, aber Arguin macht... Ich würde, wenn man nach Shotgun fragt, dann könnte er wahrscheinlich... Dann macht Arguin am meisten so. Arguin ist schon so ein bisschen das Brain. Man muss sagen, sein Brain hat auch ab und zu Pause. Ne? Aber er ist schon das Brain. So, weil hier sind wir zum Beispiel, also ich kann nicht hitten und für Xerath ist auch keiner hart zu hitten. So, wir können hier nicht hitten. Und Arguin ist da ein bisschen deep drin, ne? Also wir können noch, ich kann ihn hier noch raus, ja, retten quasi, aber. Dieser Fight war gar nicht so super gut für uns. Genau. Dann gehen wir für Elder. Den Hertha nicht mehr machen kann. Und dann ist, glaube ich, der Call, wenn noch Nash fighten. Dabei hat er so ein bisschen slow, minimal slow auf der Nash-Decision. Und dann wollen wir, glaube ich, hier runterrennen mit TPs, ne? Ist das nicht so der finale Push? Oder einer der finalen Pushes? Mega geile Ult von Tolkien an der Stelle mit TP, richtig nice gemacht. Arin hat einen guten Follow-up hier. Sehr, sehr geil. Freddy's Damage auch sehr christlich, ne? Gemacht von Lama, ultet die Wave hier weg. Wir kriegen eine Wave oben rein, Flamer ultet. Wir kriegen Engage auf Lama-Bär, weil Poppy einfach nicht, also Poppy struggelt damit einfach. Den Teamfight möchte ich im Besonderen highlighten, ne? Denn ich denke, da hat der starke NNO-ADC heute wirklich eine ganz Wahnsinns-Performance geliefert. Das ist wirklich überkrass, ja. Also da quasi, nachdem der Fight ja quasi schon gewonnen wurde von meinem Team mit Elder Drake in Minute 38, hier 3-4 Mal zu rechtsklicken, eine Nami-Ult zu flashen, und hier die Kills zu finishen, ist absolute oberkrasse Mega-Move. Kann man schon mal genauso machen. Ne? Aber deswegen sind wir auch bei Div 1, weil nämlich die AD Carry Div so crazy reinklatscht. War ein Witz. Also, obviously ist Hertha Botlane besser als wir. Warum muss ich jetzt so hässliche Eumel hier sehen? Ich möchte, dass ihr mir meine Analyse reinäumelt. Ja, ist ja auch egal. So, Game 2. Möchtest du über Game 2 reden? Oh ja, lass uns über Game 2 reden. Aber nur kurz, okay? So, Landing Phase, Varus Renate gegen Lucian Nami. Da habe ich mich gefühlt. Muss ich sagen. Da habe ich mich einfach sehr gefühlt in der Lane. Wir haben aggressiv gespielt, haben uns nicht hinten reingestellt und wollten einfach fighten. Ich wollte die Lane contesten. Ich hatte auch das Gefühl, dass Kani mir heute das anbieten kann. Also dass Kani mir... Also Kani ist ja... Also ich hab das schon mal gesagt bei der letzten Analyse. Kani hat gegen Hertha, hat gegen Frankfurt und gegen Sprout, und jetzt kann ich es ja sagen, weil er es heute besser gemacht hat, gespielt wie ein Stück Scheiße. So, er war wirklich nicht gut. Und ich konnte Matchups mit ihm nicht 100% spielen, weil er immer irgendwelche Fuck-Ups drin hatte. Die Matchups heute konnten wir pretty much alle spielen. Ich hatte heute nicht eine Situation in Lane, wo ich sage, Kani, du Bastard. Das war komplett playable. War absolut nice. Also in so kurzer Zeit ein sehr krasses Improvement zu sehen bei Kani. Auch was Movement und Co. angeht.
Anyway, ich wollte eigentlich nur zu der Szene hier gehen, weil das passiert. Also, ne, drei Minions. Zack. Und wir wussten, und Neo hatte keinen Flash. Und was macht man dann so als geneigter Varus-Main? Man geht hier halt durch, ne? Und kriegt dann leider den Kill nicht am Ende. Heißt, ich krieg den Reset nicht auf meinem W. Der nicht resettet wäre, oder? Kann ja immer von W gelabert. Aber ja. Also, wenn ich Neo kriege mit dem Kill, wo einer Outstack halt fehlt, dann habe ich den Out, dann habe ich den Passive, habe ich die Passive, die Varus unendlich viel Attack Speed gibt tatsächlich. Also sehr viel. Und diese Tempo. Und ich glaube, dann können wir Cold Drop maybe auch noch holen. Aber so sind wir beide tot. Und das macht die Botlane actually wieder härter. Aber ich habe mich einfach da gefühlt. So, damit mit der Overextended. Dritter Kill für Crawl da, glaube ich. Dann kriegt Lama noch einen Kill. Übrigens auch verboten stark. Ne? Diana, muss ich sagen. Schon sehr, sehr illegal. Also, das Early Game von Hertha ist absolut crazy strong hier. Das wäre noch ganz nice eigentlich, ne? Wenn wir 2 für 2, aber Freddy kriegt die Kills. Quite cool. Boah. Was ein Brett. Aber hat auch Barmys Cinder gebaut, die junge Frau, ne? So. Ich mache ein bisschen Fast-Forward, Guys, ne? Also im Grunde genommen, Hertha kann dann den Herald da for free securen. Wir müssen viele Sachen abgeben, weil wir einfach nicht stark genug sind. Wart ihr über Diana überrascht? Ihr habt uns mehrfach überrascht. Also wir haben Drake nicht erwartet, wir haben Poppy nicht erwartet und wir haben Diana nicht erwartet, ja. Also wir hatten einen anderen Read auf deinen Champool und aber generell auch auf also ich hätte auch gar nicht gedacht, dass eure Botlane quasi so viel Early-Stuff spielen möchte unbedingt. So, Champ, ich muss sagen, Item-wise finde ich meine Idee geil, aber das Game läuft überhaupt nicht so. Auch hier sehen wir Lama-Bär und ich will für meinen Mythic Base gehen, deswegen gehe ich auch für meinen Mythic Base. So können wir nämlich den Herald Play, glaube ich, defenden, richtig? Aber beziehungsweise der nimmt einfach ein paar Platings Mitte und das ist es dann. Die kriegen keinen ganzen Turret. Ich möchte ganz gerne On-It-Build fahren, wisst ihr? Mit einem Rageblade, Blade of the King, Anti-Tank-Builds. Also ich brauche quasi 3 Items, 4 Items und dann bin ich extrem schwer zu töten für die Gegner und bin extrem strong. Also dann auf 4 Items, mit Varus auf 4 Items, mit einem On-It-Build. Mit den Itemization, Lamabär fick ich, fick Olaf. Wisst ihr, das wäre das alte eine Item-Bild gewesen, was mich vor einem Olaf auch retten kann. Weil zu Olaf kommen wir später noch, ne? Also gibt's noch 2 mehr Games. Aber deswegen habe ich halt so gebaut. Allerdings ist das Game sehr anders gelaufen und sehr viel schlechter gelaufen, auch als geplant. Und Shieldbow auch nicht. Shieldbow lässt mich den Initial-Burst von Diana, den Initial-Burst von Olaf und den Initial-Burst von Ornn überleben. Oh, er war grounded auf dem W von Cassie und konnte deswegen nicht die Ult nicht nochmal neu starten. Also den zweiten Part nicht drücken. Weil das sucks. Aber ja, wir hatten ein gutes Comeback hier. Sind hier auch actually gut dabei. Wir wussten übrigens, dass Diana hier ist, ne? Ich wollte es aber spielen. Nur, es ist close, aber Lama ist nicht mehr geflasht. Ich bin da rausgeflasht, weil ich nicht wusste, ob Cauldron noch Gale Force hat oder nicht. Das hatte ich jetzt von Mitte nicht die Übersicht. Da hatte ich von Mitte jetzt nicht die Übersicht für. Also die K-Picks von Argurin. In dem Game hier.
nicht so gut. Aber eigentlich war es eher so Calls und Play-Execution, würde ich sagen. Ich würde A Green of Kha'Zix immer nehmen. 10 von 10 Games. Ich glaube, einfach nur hier so Decisions, die ich nicht so ganz mochte. So, wir move hier für Harold. Das ist zum Beispiel eine Aktion. Like, wir gehen für Harold. Soweit, so gut. Und hier können wir Mitte nicht deffen. Also ich freue mich natürlich mega, dass Arguin super stark ist und so, aber es ist einfach keine gute Fighting-Position und wir werden komplett überrannt. Also wir gehen einfach Freddy ab von Nothing. Unter Mitte Tower trotzdem verloren. Also da war ich nicht so happy mit. Aber passiert. Jetzt hier keine Hass-Tirade auf Arguin halten. Für mich jetzt gerade richtig Pain, weil ich quasi zu wenig Gold habe. Ich habe nur mein Mythic und mir fehlt einfach der Schaden, um gegen egal wen vorzugehen. Würde ich auch probably nicht nochmal so bauen, bin ich ehrlich. Ich finde die Grundidee cool, die ich hatte, aber die, also, als dann auf die Realität, es ist so ein bisschen wie Kommunismus, als dann auf die Realität geprallt ist, war es dann doch sehr shit. Ja, auch wieder gleiches Prinzip, ne? Hier könnte man einfach rausgehen und wir würden nichts verlieren. Aber wir gehen halt deep und auch zu deep, obviously. Schön gespielt von Matislav. Und jetzt einfach gut gespielt, ne? Kann man nichts sagen. Kann man nichts sagen, finde ich. Einfach gut gespielt. Wenn ich von Olaf antippet. Und ich muss sagen, an dem Punkt war ich minimal sauer, weil das so ein absolut giga unnötiger Fight ist, wisst ihr? Like, aus der Situation heraus, du musst es doch nicht machen, du musst doch nicht. Weil, was ist wo, warum? So, Nami ist recalled. Also, Arwin hat gecalled, Nami ist recalled. Er hat da auch nicht Unrecht, ne? Aber das ist doch so eine Shit-Position für uns zu fighten. Also, keine unserer Champs ist in der Situation gut. Wir sind alle heftig gut, wenn wir disengagen oder counter-engagen wollen, aber uns in die Position reinzubringen, not hot, man. Not hot. Hat mir gar nicht gefallen. So. Gehen wir wieder rein. Dann wieder gefickt, ja, ne? Also wir haben halt so engaged, aber wir haben nicht die Tools dafür. Und at this point ist das Game vorbei. War einfach nicht geil so. Ich habe nicht mehr so viel Bock zu spielen an dem Punkt, weil wir haben uns in eine Position gebracht, wo wir hätten spielen können, aber haben dann auch gesagt, ja, nee, lass das mal eine knappe Series sein. Also wir waren nie ahead, ne? Wir waren in Game 2, glaube ich, nie ahead, aber... Da war ich auf jeden Fall nicht happy mit. Das brauche ich euch gar nicht zeigen, weil is whatever. Das war für mich die Aktion Top Lane, die Aktion Mitte sind einfach ein Katalysator für well, die für Hertha BSC gewesen. Du meinst du Nasa-Rücki, weil ich mit jeder Art von Technik extrem gut umgehe. Und ihr bei mir nur High Quality seht. Wir haben einen Donger ausgepackt. Hertha hat in den ersten 3 Picks Olaf, Diana, Ornn gepickt. Völlig zu Recht haben sie das. Also, wir haben ja im ersten Game auch damit, also im zweiten Game auch damit gewonnen. Und wir hatten nicht so eine gute, richtig gute Antwort dazu. Und dann ist Heimerdinger einfach sehr gut intuitiv von den Melees. Und dann haben wir die starken Botlanes von, oder die aus unserer stärksten Botlanes. Rausgenommen. Mit Aphelios, einem Aphelios-Bann und einem Nami-Bann, als Lucian fehlt und Nami fehlt als Combo-Champion generell. Und dann haben sie noch eine andere, weitere, sehr starke, in der Theorie sehr starke Botlane gedraftet und das war Karma Ezreal. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich hier von denen enttäuscht war. Ich weiß nicht, wie oft die Karma Ezreal spielen, aber ich persönlich finde,
dass unsere Lane gegen deren Lane hart verlieren sollte. Jetzt muss ich dazu aber auch sagen, ich selbst spiele kein Ezreal mehr. Auch aus dem Grund, weil ich ihn aktuell nicht stark finde. Also, ich finde, Ezreal ist oft genug kinder weak, wisst ihr? Ja, also wir sollten eigentlich Botlane verlieren, ist mein Call. Also entweder haben sie misplayed, wir haben es gut gespielt oder meine Einschätzung ist falsch. So, hier geht Agrin relativ früh fürs Camp. Wartet dann aber jetzt auf Pryo, wenn Pryo Mitte, weil wir Tolkien Mitte gestellt haben, sehr smart. Und weil wir unten einen Slowpush angenommen haben und einen Slowpush wieder aufbauen konnten. Und dann gehen wir für einen Enemy Red Buff, heißt guter Counter-Jungle-Move hier an der Stelle. Und Lama muss jetzt halt überlegen, was er macht, ne? Lama wäre so ein bisschen, ja, macht einen guten Move hier, glaube ich. Das ist keine Ahnung von Jungle, aber sieht einem guten Move aus, die Dinger on Spawn zu clearen. Looks good to me. Talking always in der Mitte. Auch da schön gespielt von beiden. Und unten gibt es gleich einen All-In-Fight, der sehr close war. Kani, man muss sagen, Kani ist, der geht hier für einen Hook. Zu dem Zeitpunkt geht es noch. Man kann noch All-In, aber dann muss der Hook leider auch treffen. Hier geht Nio sehr, sehr früh, sehr, sehr deep. Mein Heal kommt noch raus. Ezreal leider kein so guter Champion. Mein W war nicht optimal, aber hat gereicht. Und hier bin ich nicht ganz sicher, ob ich hier rausgehen muss oder nicht. Ich habe den Minion noch vor mir gesehen, deswegen habe ich noch weiter Auto-Tagged. Und ich bin eine vollgesickte Lethal Tempo Jinx. Ich glaube, wenn ich nicht weiter trade, kann ich probably die Wave rausdrücken, wisst ihr? Kann ich die Wave noch durchpushen. Wobei Lama in dem Fall eh unten ist. Also ist es wahrscheinlich besser, wenn ich es nicht tue. Also war probably okay, dass ich es nicht getan habe. Aber ich bin, glaube ich, ein bisschen XP behind dann nach dem Trade. So. Wir bringen uns den Slowpush durch. Gegner fangen an zu freezen. Wir nehmen aber Drake, weil wir, glaube ich, Lama irgendwie oben sehen, oder? Kann das sein? Ich meine, wir würden den Lama oben sehen. Ich glaube, ich wäre nur auf dem Push. Vielleicht wollten wir auch nur auf diesen Push Drake nehmen. Kann auch sein. Habe ich gar nicht mitbekommen. Mein Gott, Toplane ist so weit weg. So weit weg, da muss ich echt so weit gucken nach oben. Das kann ich gar nicht. So gute Augen habe ich gar nicht. Das habe ich nicht gesehen. Oh mein Gott, Freddy ist ja komplett. Also ich habe es nicht gewusst. Ich habe nicht mitbekommen, dass Freddy jemals executed wurde in der Series. Naja. So. Genau. Unten haben wir nochmal All-In getradet, aber an dem Punkt ist leider eine Jinx gar nicht mal so strong. Also mein Damage ist trotzdem gut, aber Ezreal kann halt competen, ne? Wenn du dann in Aphelios spielst oder so, dann ist einer von beiden Seiten einfach tot. Also sowohl wenn die einen anderen ADC spielen oder wenn wir einen anderen ADC spielen. Aber Jinx gegen Ezreal ist mehr so der Wetten-Nudel-Contest. Kannst du den Lautus statt Lulu-Pick hier eben kurz erklären? Hab mich gewundert beim Live-Zuschauen. Wenn du Lulu-Jinx gehst, ist die Lane schon over. Die Lane ist absolut shit. Weil du nämlich dann keine Chance mehr hast zu lanen. So kriegen wir den Counter-Pick auf Support und haben eine Off-Chance, diese Lane zu überleben. Was wir getan haben. Aber wenn du Lulu-Jinx spielst, gegen Karma Ezreal, dann ist 30 CS oder mehr drin. In der 2v2-Lane. Wenn du Ezreal und Karma richtig spielst. Und das möchte ich nicht riskieren, weil ich davon ausgehe, dass sie es richtig spielen können.
Hier war, hier ist mir ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, weil normalerweise, ganz oft, ist es so, dass die Jungler ein bisschen rumpimmeln und immer gucken, ob ein Camp up ist oder nicht. Und dann hat man ordentlich Zeit als ADC, um nochmal rauszumoven. Aber hier bin ich so gerade eben in den Busch zurückgekehrt. Und da wurde ich sogar gepinkt. Holy shit. Ich bin so gerade eben noch in den Busch gekommen. Und Sweep ist einfach ausgelaufen. Yo, es ist so close. Weil ich war ja, ich offensichtlich bin ich zu lange gestayed für 2 Sekunden oder so. Und ich kann doch nicht zum Turret laufen. Wenn ich zum Turret laufe, hat Lama wieder Vision auf mich. Das war sehr, sehr close. Wir kommen es jetzt so an. Ich glaube, ich darf die. Eigentlich darf ich das, glaube ich, gar nicht analysieren bisher. Deswegen möchte ich euch den Ton mal nicht geben. Normalerweise hat man, glaube ich, so einen 24-Stunden Cooldown oder so drauf. Kann ich ja eh da, aber ich verliere trotzdem meine Sums, weil ich sonst tot bin. So, hier machen wir einen Hardpush into Plating, das weiß ich noch. Dann muss ich sagen, hier bin ich einfach, hier bin ich actually zu smart für League of Legends. Weil ich nämlich, ich habe 1000 Jahre Ezreal gespielt und ein Ezreal möchte mit seiner Ult, übrigens genauso wie eine Jinx, das Base-Timing des Enemy ADCs verhindern. So, und dann stand das Base-Timing, wenn du hier nach oben läufst, ist, du läufst so an die Kante zwischen Busch und Wall halt, kann ich erklären. Wird er nicht gezeigt, glaube ich. Und dann würdest du immer ulten. Aber weil ich das weiß, mache ich den Step nach unten. Recall da. Da bin ich auch nicht sichtbar vom Turret aus. Und kriege den Recall durch. Ihr seht unten die S-Ult durchflitzen, ne? Na, hier ist doch ganz gut sichtbar. So, normalerweise würde man hier hin, sich hier hinstellen. Denn hier hast du hast ja diese Kanten hier, ne? Mit der Vision. Weil wenn der Astro die Wave hier annimmt und diesen Step hier vormacht in die Lane rein, was er ja tun kann, und so hier recallst, dann wirst du hier abgebrochen. Aber die Ult wirfst du hier oben hin, weil du da nicht hinschauen kannst. Also recall ich hier unten. Wenn der Step vormoved, bin ich fucked, aber so habe ich den Recall bekommen. Klingt nicht nach, also hört sich nicht nach viel an, aber es ist ein Plating mehr. Oder vielleicht gemisst CS oder XP. Hätte ich das Wort gesehen? Nee, sonst hätte er nicht dahin geultet. So, jetzt gibt es diese Nummer hier, wo Freddy engaged wird, aber auch nicht so richtig. War eigentlich ganz okay für uns, I think. Wir haben einen Termin für die Relegation. 13.09. geht unser erstes. Geht nicht die Relegation, das ist aber unser erstes Game ist am 13.09. Junge, Kani ist ja eine Legende. Hat der gerade eine Diana im E gehuckt? Was? Als ob. Was eine Maschine, Alter. Schon ein großer Unterschied, ne? Irgendwann nice. Ah, oh, ich habe gar nicht gesagt, Cold out of Mana ist. Ich fetter Hurensohn. Ich dachte, Cold out moved einfach runter, aber ich habe nicht auf sein Mana geachtet. Das ist ein Freebie. Ich kann von hier, wenn ich hier Pressure halte, Guys, wenn ich hier Pressure halte, auf den, ich kann mit, die Itemization ist komplett fein für mich. Wenn ich sehe, dass er hier rein EQt, dann kann ich den Tower nehmen. Aber ein Tower-Angle hier. So ist bislang mal wieder aus Base moved. Da kann ich für einen Tower spielen.
Ärgerlich. Habe ich gar nicht wahrgenommen in Game. Das ist ein Tower Angle. Wenn die Gegner, also wenn der Enemy ADC seine Ressourcen verbrät, keine Mana mehr hat, fucking go. Okay, der Fight war auch ein bisschen. War der scary? Der war gut, ne? War actually einfach nur gut. Ich darf die ganze Zeit free hitten. Bringe ordentlich Flashes raus. Sweet. Der Fight war nice. Aber wir haben das Game verloren, ne? Wir haben das Game verloren noch. Oh, ich glaube, ich weiß warum. Oh, ich möchte gerne, wenn ich ja nicht weitergucken. Dieses Game ist doch schon in Control und ich würde sagen, auch schon gewonnen von uns, oder nicht? Herr Siki. Also, ich persönlich würde sagen, dass wenn ich mit Jinx so durchs Early Game komme, gegen diese Lane und gegen diese Gegner spielen, also und gegen diese Gegner-Champs spielen muss, dass das Game fucking over ist. Vor allem mit Heimerdinger noch nebenbei. Der Gegner, ja, also Heimerdinger ist auch komplett broken. Honestly. Gegen die Enemy-Team-Comp auch. Ja, ich habe lange gar nicht gerafft, ne? Also ich habe lange gar nicht gewusst, von wo der kommt. Ich hatte nur plötzlich eine Diana-Ult auf mir. Da bin ich ganz froh, der Tank Diana spielte. Das war auch wieder ein nicer Fight an sich, ne? War nice. Und den ersten Drake hier. Ich würde sagen, wir sind ja in Full Control in dem Game. Obwohl wir 7-7 stehen, aber ich würde sagen, wir sind in Full Control. Und dann fangen wir Nash an, so. Und ich habe keine Ahnung, why. Why would you ever start Nash here? Vor allem haben wir doch, also die Diskussion dazu, komm, wir gehen ins Game 2 rein. Süß. Willst du mein Freund sein? Können wir tanzen? Der Java-Ball hat eh keinen. Wenn sie wollen, soll ich reinlaufen? Warte kurz, bis die Minnesota langlaufen. Ach, das ist Game 2. Wir reden von Game 3, ne? Ey, Welse, mach schneller. Welse, baller rein den Scheiß. Ich habe Game 3 noch nicht hochgeladen. Na gut. Soll ich veröffentlichen? Ja, sehr. Arguin hat. Ihr kleinen Wichser! Schaut euch das Game auf meinem Kanal an. Entschuldigung. Ist er jetzt veröffentlicht? Oh, bist du süß. Wie schnell dauert das, bis ich jetzt sehe, wenn es veröffentlicht wird? Freund sein, können wir tanzen. Ey, danke. Erst willkommen bitte. Ihr müsst mit, der weg. Basen, also Brücki pusht alleine, wir gehen in Fog Basin, Kanin, wir deffen Bot. Ich glaube, wir gehen 15. So, wir waren in Full Control, ich sag's nochmal. Was ist denn für eine Schiss? Bis zu dem. Alles drauf. Okay. Das ist der Punkt, um den es geht. Können die nicht naschen? Das würden wir sehen, oder? Diana über die Wand. Neue Musik aus, dann hört man besser. Ja, Diana macht einen sehr guten Nash mit Sunfire. Haben wir ein Blue Jacket oder so? Nein, ist cooldown, aber ich kann hinlaufen. Ja, das ist nicht klar. Ich ult einfach. Ja. Ja. Kannst du die gehen? Können wir die gehen? Nee, lass bitte reset und für Wave spielen. Ich push mit raus. Ich hab kein Tipp. Lass bitte reset und für Wave spielen. Das ist doch ein geiler Call. Wir machen den Giga schnell. Wir können auch chillen. Lass die Vision nehmen. Ja, wir können auch fighten, okay? Wir outs können ja auch. Alles gut. Finde ich geil. Kann man sagen. Alles gut.
Das ist chillen. Für Wales spielen wir Outscalen ja auch. Wir können schon Nash forcen. Der eine geht runter. Okay, der eine geht runter. Der eine geht runter. Lass es gleich machen. Die nimmt mit der Wave jetzt gerade. Gerade gemacht. Wir gab vorne, ja. Sie ist rübergeflogen. Ja. Lass ihn finishen. Alles drauf. Lass ihn finishen, wenn der Ding 11k hat. Das ist sehr schwer, den abzubrechen mit den Turrets. Ja, alles drauf. Einfach ganz ruhig, wenn du möchtest. Wir ziehen ihn durch. Haben wir genau jetzt? Die Türme carryen. Fisch aus. Alles, was ich habe? Ja, was fun. Thanks for the game. wenn du für einen Move wärst, dann ist der Call immer noch shit. Der Call ist shit. Der Call ist immer shit. Ja, und dann ist übrigens nichts mehr in Control. Dann war's das mit Control. Jetzt habe ich, also zu dem Zeitpunkt läuft doch wieder einfach alles, also ist einfach alles shit so. Es war einfach sehr blöd. Oben stirbt jemand mit dem Agrid Ulten und so. Das habe ich auch schon wieder nicht gesehen. Junge, ich sollte mehr Freddy schauen. So, wir kriegen hier unseren Kill. Oder ich kriege meinen Kill, at least. Killt mich, ich schläf fast noch. Naja, ist ein Ohren, ne? Genau. Und, hier. Sehr, sehr miese Nummer. Also richtig nicht so gut von mir oder für mich. So, die Traps sind obviously genius, weil was will Diana machen? Sie kann, also, ihr legt die Traps vor euch als Jinx und dann steht ihr nur in euren Traps und ihr lacht die Diana aus. Im besten Fall sogar noch hitten, weil er nichts tun kann. Also, er hat ja keinen Damage auf mich. Er hat nur Q in dem Fall. Und dann kommt ein TP rein, der mich saved. Was sehr nice ist. Und hier misplay ich. Also, hier missplay ich und dann play ich es doch wieder. Ganz okay. Süß. Willst du mein Freund sein? Komm, wir tanzen. Ich raff nämlich nicht, dass Tolkien gleich gecute wird und dann der Doppel-E auf mich durchkommen kann von Diana. Also, deswegen kann er nochmal hier hoch-E'en und dann muss ich die Ult flashen, weil ich sonst tot bin. Im Nachhinein ist natürlich ein fancy Play und so. Bist du Second wieder Runen spawnen im Nachhinein? Ja. Ich finde Runens gut, weil ich immer mehrere Targets zu hitten habe. Und jetzt habe ich keine Sums mehr. Und dieser Flash ist so unendlich teuer, weil nämlich jetzt dieser Fight hier passiert. Ich habe jetzt übrigens drei Items und dachte mir, ich bin mega strong. Let's fuck. Was aber instead passiert, ist, die Ohren holt mich einfach, aber ich bin safe. Also mein Positioning da hinten komplett ausreichend. Für No-Flash-ADC mein Positioning gut. Ich lege die Traps auch so, dass hier nichts mehr follow-upen kann. Also niemand kann für mich durchgehen. Hier habe ich einen W auf Lamaberg gehittet, aber hier hätte ich ulten müssen. Wenn ich hier runter ulte, habe ich eventuell einen Reset. Und dann passiert Folgendes nicht. Der Olaf macht jetzt seinen Ghost an. Und not gonna lie, ich habe es nicht sofort auf dem Schirm. Aber zu dem Zeitpunkt auch zu spät. Weil jetzt passiert das hier. Das ist so geil, ne? Da geht es ein Heimerdinger Ult, Turret, Gnar, also Tolkien ultet, Kani hooked, Auto-Tagged, CC on Mass. Ich bin eine 3-Item-Jinx.
That doesn't fucking matter. Finde ich sehr krass. Honestly. Dass das so geht. Olaf auf dem Patch anscheinend auch sehr, sehr strong. Na, jetzt sind wir wieder rausgerannt, jo. So, dann ist Arguin nochmal für. Dann geht Arguin nochmal kontrollieren, ob Olaf wirklich komplett broken ist. Und das war er dann. Und dann ist das Game ja auch voll darum, muss ich sagen. War doch so, ne? Das Game ist einfach. Genau, dann gibt es den letzten Fight noch hier. Hier habe ich mich geärgert. Da habe ich, glaube ich, misplayed. Weil hier geht Lamabert rein. Wir haben wieder eine gute Position für Arguin geholt. Wir gehen hier rein. Der Hook sitzt, unser Engage sitzt auch. Hier muss ich, glaube ich, einfach auf die Ornult scheißen. Hier auf die Ornult scheißen und mein DPS einfach anbieten für mein Team. Also hier einfach sagen, okay, ich werde genockt von dir. Es ist mir egal. Das ist, glaube ich, das Ziel. Weil nämlich so, wenn ich rausgehe, kann Freddy oben nämlich genockt werden. Wenn ich aber hier bin und hier Lama finische, weil der TP kommt. Der Instinkt ist immer für jeden vom TP erstmal rauszulaufen. Aber in dem Fall wäre der Alpha geile Giga-Move gewesen, der Chat-Move. Wenn ich hier reinlaufe, Diana finische, vielleicht noch die Kammer mitnehme und ich dann mit Kani und Agri zusammen Group bin und dann eventuell Olaf halten kann. Aber so laufe ich hier rein und ich kann zwar hitten, den Olaf, mein Damage ist jetzt hier auch fein, aber naja, Freddy verliert seinen Fight und also 1v2 verliert seinen Fight. Und so ist das Game vorbei. Das war ein Game, wie ich sagen, haben wir gethrowt. Aktiv gethrowt. So. Wenn man einfach aktiv spielt wie Wichse. Also einfach richtig bad. So. So, hier beginnt das Game übrigens mit einem. Also, ich spiele wieder Varus in Toonami Lucian. Ist einfach stärker in Lane, wisst ihr. Man hätte auch Ashe hier gehen können oder so, aber Varus ist actually strong in Lane. Und ich will die Lane nicht denen for free geben, also conteste ich den Scheiß. Und hier. Ah, das ist schon nur 2, ne? Würde ich das jetzt zeigen? Hä? War eine Pause? Ja, auf jeden Fall callen wir. Auf jeden Fall callen wir nicht, dass die Duolane. Wir denken, die Duolane ist Base, aber die Duolane geht Action Mitte ganken. Und dann regenken sie ihn auf dem TP, was jetzt auch. Naja. Das war vielleicht verhinderbar, aber dass wir nicht callen, dass sie auch Mitte ganken können, ist unser Fehler und dafür wird Freddy halt ganz schön gefickt in Mitte. Das war nicht so schön von uns. Das war nicht cool. Genau, dann geht's weiter. Wir haben unten einen Slowpush, den wir aufbauen können und auch verteidigen können. Auf dem Slowpush gehen wir dann für Drakes. Gibt's der erste, das machen wir einmal oder zweimal, glaube ich sogar. Also wir haben eine schöne Kontrolle hier über Botlane in this game. Die swappen hoch. Wir swappen gegen, actually. Aber hier mag ich nicht, dass Tolkien nicht runtergeht. Verstehe ich auch immer, also verstehe ich auch nicht, warum das nicht so ist. Also nur mal so. Ne? Das hier ist ein Freeze. Das hier ist ein Freeze. Und ich möchte auf diesem Freeze basen, damit Tolkien oben basen kann. Tolkien kann unten die Wave annehmen, den Freeze annehmen. Super viele Ressourcen für ihn. Ich bin sowieso schon ahead. Und wir nehmen unten oben die 2v2-Lane an. Ist kinda good, no? Weil wir zu dem Zeitpunkt Harold probably eh nicht fighten wollen, so. Ist noch ein bisschen früh dafür, würde ich behaupten. Gegen Trundle, Ornn, Lucian, Nami willst du das Ding nicht fighten. Aber instead machen wir das hier. Ich finde den Play-Action noch ziemlich cool. Nami überlebt wieder mit, naja, wenig Leben zumindest. Freddy kriegt unten die Wave. Und hier gehen wir ein bisschen deep einfach. Also einfach offensichtlich ein bisschen zu deep, ne? Das ist dann nicht so gut. Vor allem auch gegen 5.
Das war nicht so hot. Wenn wir oben einfach rausgehen würden, hätte Freddy unten nicht nur die Wave bekommen, die ihm ja, also es schaut jetzt auf die CS-Zahlen so. Freddy ist einfach ahead, also heavy ahead, nachdem er 0-2 gegangen ist. Er hat auch noch Botlane-Platings bekommen. So, das war quite nice von uns. Das war sehr, 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 sehr schön. Zack. Das ist einfach gut, ne? Kurz zu, also, wir pushen die Wave hier. Und faken so einfach an, dass wir basen wollen. Dann brechen wir nochmal ab. Und ich sage, lass für den Trap gehen. Trap funktioniert. Nami hatte ja schon keinen Flash mehr durch den Play davor. Kolok hat keinen Mana mehr, hat auch seine Spells alle rausgehauen. Ich kriege die Ult auf Nami raus. Max Range Ult, zum Glück. Et voilà. Wenn ich die 10. Series gespielt, würde ich auch sagen sogar, ja. Wenn man aber, also wir haben es, also ich habe mir die Hertha gegen Frankfurt Series ja angeschaut und da war Flamer echt nicht so gut. Aber heute hat Flamer sehr gut gespielt. Also es war crazy, was der heute gemacht hat. Wie hart ich einfach nicht gesehen habe, was Freddy auf dem. Also ich habe diese ganzen Gameplay-Szenen gar nicht gesehen. Freddy war immer auf der anderen Seite der Map. Ich habe gar keinen Heimerdinger-Gameplay enjoyen können. Gar keinen Fertigsteller schauen können. Na, also mir ging es darum, dass ich immer die Nami Lucian Lane matche. Weil Nami Lucian quite good ist in Tuna for sure. Und das hier war, glaube ich, das Lane-Winning-Lane-Assignment, wo wir einfach nah into Zoe gestellt haben. Wir haben wieder einen Slow-Push-Bot-Lane, ne, wie davor auch schon. Holen den zweiten Drake hier. Sehr cool, sehr cool. Oh, das war witzig so. Hier wollte Neo einfach unbedingt diese Bubble loswerden. Und dann denke ich mir, alles klar, dann flash mal, Bro. Und es geht Arin zu deep. Freddy wird danach auch noch gecatcht. Oh, schade. Let's try. Habe ich alles hier mitbekommen, muss ich sagen. Ich war zu sehr im Film. Ich habe über die Stats gar nicht nachgedacht. Dieser Hook von Kani, dafür muss ich sagen, dafür will ich noch anfassen. Auch unten rum, überall, wo er möchte. Das hier, dieses Ding, ist ja eine absolute Zuckerschnute von einem Hook. Und das Beste daran ist, dass Koldra seinen E-Spell schon benutzt hat. Also sein E wurde abgebrochen quasi. Ich mach nochmal auf Slow. Wenn er seinen E-Spell dann nicht nutzt, gehe ich, glaube ich, gar nicht so männlich rein. Aber er nutzt seinen E-Spell, wird trotzdem zurückgezogen. Ich kann die Ult und die Bubble flashen. Wir kriegen hier den Kill. Und da sitzt direkt der nächste Hook. Auf die Nami ohne Flash. Und et voilà. Botlane is winning. Oh, bist du einfach süß. Nice. So. Willst du mein Freund sein? Savrin dafür zapp. Das war hot. Genau, dann kriegen wir noch den First Turret, glaube ich, ne? Das war nice, ich hatte schon sehr viel Gold. Ich hatte sehr viel Gold, aber zu dem Zeitpunkt wollte ich gerne nicht fighten. Ich glaube, gleich kommt Harold oder ein Drake oder so ab. Und ich wollte nicht fighten, weil ich keine Thumbs hatte. Wenn er da keinen First Turret, sondern PTA spielt, ist er trotzdem tot. Oh, er hat seine Runden verkackt, ne? Oder spielt man Lucian in irgendeiner Welt mit First Track? Hat mir aufgefallen. Gut, Colchon Tower. Und wir kranken Schildbau wieder, weil Schildbau einfach zu weak war. Ich werde keinen Schildbau mehr spielen. Baros ist, glaube ich, nicht stark genug für Schildbau. Wäre zu mein Call. LPL spielt nur Solution. Oh, bist du süß. Nein. Mein Freund sein
Ich werde keinen rassistischen Witz machen. Auf gar keinen Fall werde ich mich dazu hinreißen lassen. Oh, bist du süß. Willst du mein Freund sein? Können wir tanzen? Oh, bist du süß. Willst du mein Freund sein? Können wir tanzen? So, hier ist übrigens der also hier, Gegner spielen Harold, ne? Wir halten aber unsere Position. Willst du mein Freund sein? Freddy chunkt die alle ganz gut weg. Ich kriege Harold Mitte geklärt und ich muss den Ultra-Safeway gehen, ne? Also ich muss quasi den Safeway vom Safeway laufen. Genauso wie Coldra im Game davor. Diesen awkward Weg über die Wölfe. Ist actually ganz, ja, ist actually das Gleiche, ne? Und wir kriegen jetzt den Drake an der Stelle. Und jetzt muss ich den awkward Weg aber nochmal Mitte laufen. Um den Tier 2 Turret zu halten. Aber dafür kriegen wir Pressure Bot. Not too bad, not too bad. Das war nice von Kani. Schön ruhig geblieben, vor allem nicht geflasht oder so. Gegen Overcommitten. Durch den Overcommitment kriegen wir einen Top Tower. Passt. Das war eine schöne Pressure Situation, in der wir hier waren. Das war so eine Situation, wo wir haben Pressure Bot sowieso. Und wir haben noch Pressure Mitte und Pressure Top. Und die holen sich Prios und müssen mit dem bitte Prios in die andere Lane reinrotieren, um aus der Situation irgendwie rauszukommen. Die müssen jetzt some point einen Catch kriegen. Wenn sie es nicht schaffen, haben wir die ganze Zeit Prio. Also beziehungsweise haben wir die ganze Zeit Druck. Ist really nice. Und wenn und gleich werden sie overcommitten. Irgendwo overcommitten sie, glaube ich, gleich. Genau, Mitte overcommitten sie, heißt, ich kriege den Top-Turret. Und dann overcommittet Hertha auch noch Top. Heißt, wir kriegen auch noch den Mitte-Turret. Ist eine ganz ekelhafte Situation für Hertha zu spielen. Also wirklich nicht nice für die an der Position. Ist einfach sehr, war gut von uns. Man muss ja die Engage-Range der Gegner abschätzen können, was bei Trundle und Zoe teilweise gefährlich sein kann. So, hier nehmen wir Drake. Gegner machen den Counterplay und töten unseren Drachen. Tolkien, lol. Jetzt sind wir in der Position, wo wir den Nash verteidigen wollen. Wir können es aber, glaube ich, auch einfach. Kani wird hier gebubbelt. Ich misse leider meine Ult. Aber wir lahmen ja auch gut Zeitstept. Können wir vielleicht den Fight wieder langsamer machen, ne? 5, zack. Hier wollte ich gerne reinulten, ne? Varus ist fucking gut darin, so Fights zu disengagen oder zu counter-engagen. Also wenn ich hier eine Ult treffe, sind ja erstmal, also entweder die Moven raus oder sind alle grootet. Und wenn alle grootet sind, dann kann Frederik Chaos M die aber komplett wegschallern an der Stelle. So wie es jetzt lief, nicht so gut. Hier war ich kurz, hier hatte ich kurz Schiss, weil Flamer nämlich einen guten Knockout bekommen hat auf mich. Ich bin jedem Sub übrigens sehr dankbar, ne? Auch jedem, der Sub Gifts da lässt. Ich freue mich sehr, tatsächlich. Weil ich mich dann eine Woche weg bin und ja, weil ich Sub schon da gelassen habt. Genau, hier macht Freddy einfach den ganzen. Hier hat Freddy einfach eine richtig geile Position und macht richtig viel Schaden, ne, an der Stelle. Alle 1 HP. Richtig damn nice. Oh, bist du süß. Ja, und dann ist halt Free Nash an der Stelle. Einfach in der 4v5-Situation würde ich sagen, die sind gespielt. Hertha hat nicht richtig gut den Engage gefunden, den sie brauchten. Du süß. Willst du mein Freund sein? Let's quatsch. Weit gut. Die ganze Woche auf der Gamescom, ich habe nur 2 Stunden, wo ich wirklich was tun muss. Das ist am Freitag um 18 Uhr oder so und Samstag um 18 Uhr. Ansonsten bin ich aber wahrscheinlich so
for fun halt auf der Messe unterwegs. Schon Instagram, nein, auf Instagram schaue ich immer gerne erst nach dem Stream rein. Denn da erwarten mich immer viele nackte Frauen. Das halt so ist als Influencer, nicht wahr? Warum? Cooler Catch von Freddy. Freddy spielt auf Heimerdinger ein bisschen wie ein Otto, aber ein guter Otto, wisst ihr? Ist ein Solo-Queue-Movement, würde ich sagen. Also er sucht halt aktiv nach Catches und nach Face-Checks der Gegner. Würde er mit keinem anderen Champ machen. Mit Heimerdinger gönnt er sich halt einfach den Scheiß. Oh, hier, ich könnte noch mal ein bisschen, wenn ihr wollt, ich hätte noch mal Split-Push hier. Wir machen quasi ein 1-3-1. Die können uns unten nicht fighten, weil wir zu strong sind. Also Freddy und ich sind way too strong für die Gegner. Agroin ist sauschwer zu catchen. Und Tolkien ist auch nicht so einfach zu catchen. Und wenn die jetzt, wenn Hertha Mitte overcommitted, dann geben wir halt, nehmen wir halt den Botlane und nehmen wir den Toplane. Das Prinzip von mit Nash Split-Pushen. Oder generell von Split-Push. Also der Gegner committed für eine Seite. Und du sagst einfach, fick dich, Bro. Wir nehmen den Rest. Und ich glaube, in der Position, in der Hertha ist, ist auch gar nicht mehr so einfach zu lösen. Also ich wüsste gar nicht, wie deren Lineup gegen unsere Lineup funktioniert, wenn der ordentlich einen Engage reinkriegt. So. Oh, hier habe ich ein bisschen, hier habe ich, look at this, die Bubble sehe ich so aus dem Augenwinkel, wisst ihr? Rotation, ich gehe schon in Safe und wäre jetzt Kani, aber die Rotation war nicht crispy clean. Und ich musste die scheiß Bubble flashen an der Stelle. Lama ist zum Glück ein Trundle, der mich da nicht one-hitten kann. Aber auch die Ornul trifft mich da noch. Da war ich sehr dankbar für. Und dann sprinten wir actually nochmal rein in den Lachs. Obwohl wir nicht so richtig gut fighten können, ne? Also wir gehen hier für Lama. Ich darf aber zum Beispiel ja gar nicht so richtig hitten. Weil hier ja Matislav mit Ult und Flash einfach, der gibt mir eine Bubble, eine Auto-Attack und ich bin tot. So. Aber weil er actually stunned wurde, wovon überhaupt? Ach, von Heimerdinger Ult? Naja, auf jeden Fall ist er rooted. Ah, die ist... Nee, nicht von meiner Ult, von der Nautilus-Ult. Das ist nämlich der springende Punkt. Varus-Ult schieße ich auf Trundle. Varus-Ult ist ja vom Gedankengang, wenn ihr mal Varus spielen wollt, immer das Gleiche. Varus-Ult ist, ihr wollt gerne, dass der gegnerische Follow-Up geblockt wird. Also wenn ein einzelner Target durch reinjumpt, dann wollt ihr Varus-Ult im Best Case in die Backline ballern, damit ihr da spreadet. Andersrum kann man aber auch, wenn ihr einen Catch habt, als Follow-Up die Varus-Ult nutzen, damit Champs, die den Gegner zonen, also quasi die euch zonen können, rausbluben müssen, sonst werden die CC'd oder geroutet. Das sind so die besten Situationen für eine Varus-Ult. Dieser Spread ist quasi der entscheidende Faktor. Nicht die, also natürlich ist die Ult an sich schon cool, aber der Spread ist der krasse Part an der Ult. Und hier ist es so, dass ich Trundle ulte durch den Knock-Up von Kani, wird da quasi Zoe auch geroutet, weil meine Ult spreadet. Oh, bist du süß. Und deswegen finisht mein Q die Zoe an dem Punkt. Was übrigens sehr viel Damage ist. Mehr Damage, als ich dachte. Und genau, und zwar aus Ult stand auch nicht. Das war insgesamt der gefährlichste von Hertha. Fand ich nicht. Ich kann jetzt auch gar nicht sagen, wenn ich jetzt nicht gefährlich fand. Ich fand, alle fünf Spieler haben actually gut gespielt, oder? Flame hat auf jeden Fall eine sehr krasse Series. Koldra kann, ich glaube, Koldra kann mehr machen, Wave Management-wise. Aber overall haben die alle gut gespielt. Oh, bist du süß. Willst du mein Freund sein? Komm, wir tanzen. Hier war übrigens der Call. Also, Eldrick spawnt, die gehen am 2 Nips down. Oder fast 2 Nips down. Hier ist der Call halt von Anfang an. Okay, lass die Gegner kommen. Wenn die Eldrick fighten, finishen wir mit TP.
Wenn Agon sich da jetzt catchen lässt, macht die Sache nicht unbedingt einfacher, aber halt, also hat so ein bisschen die Sache geforst, aber ist halt schon sehr gut. Sehr, sehr nice. Tolkien Last Cloud? Ja, Tolkien muss Backdoor-Meister bleiben, ne? Freddy kann ihm gerne helfen, aber der Tolkien sollte schon den letzten Hit machen. Welchen Argument, to be honest, der Beste. Krass, wie oft du über Backdoor gewinnt aktuell. Ich auch. Ich wohl auch. Jo, lass uns kurz über Draft reden, weil noch passiert nicht ganz so viel. Also hier ist erstmal, wir haben gegoogelt, wer gut ist gegen Olaf on site. Ansonsten haben wir Ashe früh gepickt, weil die Gegner Aphelios gezeigt hatten und du Aphelios, also zum Beispiel gegen Aphelios Lulu kannst du eine Ashe Support spielen, ist quite okay. Ansonsten kann man Ashe ADC gehen, ist auch okay. Ashe ADC hat den Vorteil, dass du sehr gut Splitpush mit dir spielen kannst, weil ist wahrscheinlich auch mit der beste Champion zum Splitpushen. Oder Sivir geht auch, weil du die ganze Zeit Informationen hast. League of Legends geht da auch durchaus darum, welche Informationen hast du und basierend darauf triffst du Entscheidungen. Und Ashe gibt dir fast, also gibt dir zumindest sehr häufig einen Bonus bei den Informationen, die du von der Map holen kannst. Ich gehe übrigens auch Essence Reaver, weil Essence Reaver hier ein Mittelweg ist zwischen CDR, was auf Ashe sehr cool ist, und einem DPS-Build, was in diesem Game auch wichtig sein könnte. Also ich gehe Essence Reaver first, dann gehe ich für ein Mythic, dann gehe ich in diesem Game probably für Attack Speed und dann könnte ich für Armor Pen gehen oder für Infinity Edge und dann bin ich sehr strong. Aber meine Early-Game-Aufgabe ist nicht Olaf oder Hecarim fighten. Meine Early-Game-Aufgabe sollte es sein, so viele E's wie möglich anzubieten, so viele Ults wie möglich anzubieten und so viele W's wie möglich anzubieten. Und deswegen gehe ich hier Essence Reaver first. Ich glaube, also was übrigens, wo ich es gerade lese, die haben Heimerdinger gebannt und ich glaube, sie wollten selber, also sie wollten, glaube ich, ein paar Champs anbieten und wollten dann selber Viktor picken. Aber ja, das wollten wir nicht. Zornfermente hätte mit dem Draft nie gewinnen dürfen. 100% korrekt. Aber der Arrow ist wirklich sehr sexy, muss ich sagen. Der Arrow ist quite hot. Das sind auch im Mandate-Game werden können. Mandate ist auch okay, aber dann fehlt mir die Komponente. Also hast du aber einfach kein Late-Game. Das finde ich nicht so gut dann. Ich finde unseren Draft ziemlich shit. Aber wenn die Jungs glauben, dass wir über Splitpush gewinnen müssen, dann ist das okay. Mir hat nicht gefallen, dass Argo ihn gecallt hat, wir können auch Teamfights gewinnen mit unserem Line-Up, weil es einfach gelogen ist so. Ist straight nicht wahr. Also wir können nicht sagen, yo, wir spielen Splitpush-Top. Man muss sagen, Kha'Zix ist ein Assassin-Control-Match-Style-Champion. Das hört sich ganz wild an, aber dieser AOE-Slow ist halt schon sehr, ist so ein bisschen wie ein Control-Match. Aber ist auch keine richtige Frontline. Mit unserem Lineup können wir das gegnerische Team kommt, nicht teamfighten. Ist offensichtlich. Und Hertha kam in diesem Game ja auch sehr weit ahead, glaube ich. Gefühl zumindest, mit einem guten Engage auf Vex und Hecarim und da hätten wir eigentlich niemals gewinnen dürfen. Bin ich voll dabei. So, Arrow cheatet hier eigentlich cheatet hier relativ hart den Herald. Oh, fast First Blood sogar bekommen, ne? Crazy. Da wird auch wieder ein Gold actually vorne. Okay.
Eine Auto gecancelt bei Olaf, oder was? Ja, happens. Und dieser Skin, finde ich cool. Bei SG oder Hertha Botlane besser? Kann ich nicht sagen, so wäre unfair. Kani hat gegen Frankfurt Turbo Intet. Aber auch nicht jedes Game, fairerweise. Ne? Ich sollte nicht mal so. Es liegt einfach an Kani, ob die Lanes spielbar sind oder nicht. Support ist halt eine sehr impactvolle Rolle für Botlane. Und ich denke, heute hat Kani einfach besser gespielt. Es gab heute sehr wenig Moves, wo ich sage, Kani ist ja kompletter Int. So, entweder mechanically oder auch seine Movements waren decent. Mochte das. Super. Also, ansonsten passiert erstmal gar nicht so viel, ne? Wenn ich sowas sehe übrigens als ADC, ich kann null einschätzen, wer hier gewinnt, ne? Ich kann null einschätzen, wer hier was wie tut. Ist für mich so schwer zu sagen, wer das gewinnen könnte. Super, wir kriegen Harold, der kriegt sein Gold. Sehr, sehr cool. Hello, fand ich dann auch schwer. Ja. Ich auf den Relegationspatch morgen. Ach du Scheiße. Ist heute ein Patch rausgekommen. Ich bin auch morgen schon weg. Morgen früh. Ich muss dann noch Patch Notes machen. Kommst du morgen nicht hier? Weiß ich nicht. Wir fahren mit Lucy und Papo. Und ich bin so. Wir fahren, glaube ich, so um 10:30 los. Das ist ja blöd. Relativ klein. Dann machen wir halt Überstunden, ne? Die werden mir auch gut bezahlt, ne? Mit einem Abo von euch, oder? Auf meinem YouTube-Kanal, oder? Ihr wollt alle mal jetzt Ausrufezeichen YouTube eingeben, dann wollte man dann ein Abo dalassen, oder? Dankeschön. Ich habe meinen Arrow leider gemisst, sonst können wir den auch vielleicht hören. Aber ja, Early Game war eigentlich quite gut, dieses Game, würde ich auch wieder sagen. So. Seraphine ist übrigens kein Supporter, ne? Mit Seraphine ist obviously für Teamfights ganz, ganz gut. Aber ich glaube, hier hat man auch einfach Neo keinen Gefallen getan, weil. Teamfights hätte man davor auch gewonnen, most likely. Oh, und bist du süß. Willst ja. Mein Freund sein, können wir tanzen. Also ich kann halt 1v2-Lane und ich könnte in diesem Game lange 1v2-Lane. Oh, bist du. Unter anderem auch, weil Seraphine gepickt wurde. Willst du mein Freund sein, können wir tanzen. Geht Prime auch? Ich nehme auch euer Prime ab, kein Problem. Dankeschön. Oh, bist du süß. Willst du mein Freund sein? Können wir tanzen? Oh, bist du süß! Willst du mein Freund sein? Können wir tanzen? Oh, hier diese. Hier merkt Kani, glaube ich, das erste Mal, dass wir nicht Kassig sind. Willst du mein Freund sein? Weil die Engage-Range von Hecarim und von Vex ist insane hoch. Also wirklich. Oh, bist komplett crazy. Und dann müssen wir respektieren. Gerade wenn du halt kein K6 bist. Oh, bist du süß. Willst du mein Freund sein? Komm mit. Wie lange Tolkien überlebt? Hä? Geil. Oh, bist du süß. Ja, wir sind also an dem Punkt, actually an dem Punkt noch nicht, oder? Ich glaube, an dem Punkt glauben wir noch, wir könnten Teamfighten oder so. Aber ihr seht ja schon, wir wollen 1-3-1-Setup haben. Ist sehr cool für uns. Und dann müssen wir halt einfach respektieren, wenn die Gegner groupen mit Hecarim und Vex. Das ist so der Gameplay. Hier übrigens das gleiche Prinzip wie davor auch, ne? Ist aber auch, also, to be fair, Kanis Rolle ist auch schwer hier. In dem Game wieder. Safe. Wieder ziemlich schwer.
Weil Renate schon eher so ein Teamfight-Supporter ist. Hier hätten wir einen anderen Supporter picken sollen, wahrscheinlich. Oh, bist du süß. Willst du mein Freund sein? Können wir tanzen? So, die Oro kommt mit der Top. Und achte drauf, was auf dem Rest der Map passiert. Ich und Arguin gehen Mitte rein, wollen deinen Tower nehmen und Freddy nimmt unten den Tower. Bitte dieses härter overcommitted auf einer Seite und wir nehmen den Rest. Ist immer ein Trade-off im Best Case, wenn wir in Position sind dafür. Und da muss ich einfach sagen, ist einfach nice so. Ist einfach nice gespielt. Von uns. Und das ist auch was, was jetzt wir mehrfach ja schon gemacht haben. Also, wir haben jetzt ja gegen Sprout, gegen Frankfurt und gegen Hertha in ähnlichem, oh mein Gott, das war auch so lustig, in einem ganz ähnlichen Stil gewonnen. Was man übrigens nicht, also wenn man diesen Stil allerdings fährt, kann ich euch auch sagen, man kann nicht so stark für KDA spielen. Kann ich euch schon mal sagen. Ich fand zum Beispiel im Frankfurt-Game, da bin ich, glaube ich, ich gehe mit 0-5-3 oder so auf Sivir aus dem Game raus. Und ich bin felsenfest der Meinung, dass ich habe natürlich meine Fehler gemacht, aber ich würde sagen, ich habe ein gutes Spiel gespielt. Mit 0-5-3. Aber das Game ist trotzdem gewonnen worden. So, und dieses Game hier finishe ich, glaube ich, auch mit 0-5 oder so. Und dieses Game habe ich auch gut gespielt. So, es ist einfach für KDA. Ist dieser Spielstil sehr bad, aber für Tolkien ist 0-3 und ich glaube, wenn Tolkien jetzt fragen würde, hast du ein gutes Game gemacht, würde er wahrscheinlich auch sagen, ja. Weil er einfach die Pressure der Gegner zieht. Das hier ist sehr witzig, weil Arguin sagt, ja, ich kann ein bisschen mit denen spielen, ich kann nicht gecatcht werden. Danke für die Subgifts, Ovo. Also Arguin hat gerade sehr selbstbewusst gecallt, dass er nicht gecatcht werden kann. Und dann passiert das. Liebe das. Ist einfach sehr lustig, weil er literally 2 Sekunden vorher sagt, ich kann nicht sterben. Ich kann nicht gecatcht werden. Oh, bist du süß. Willst du mein Freund sein? Können wir tanzen? Und dann callt. Nee, da möchte ich schon wieder nicht. Das wäre schon eine Lästerei. Wäre schon wieder eine Lästerei hier. Mach ich nicht. Reden wir nicht drüber. Bist du süß? Willst du mein Freund sein? Können wir tanzen? Oh, bist du süß? Willst du mein Freund sein? Können wir tanzen? So, jetzt sind wir Nash Deffen. Und das war, glaube ich, so die Phase, in der Hertha am ehesten hätte gewinnen sollen. Weil wenn sie jetzt mit dem Nash gut arbeiten und hier einen aggressiven Play forcen, sind wir maybe fucked. Oh, bist du süß. Weil wir gegen Nash nicht noch Pressure auf Sideline aufbauen können bisher. Und sie machen ja hier auch Progress sogar. Sehr guten Progress. Oh, hier habe ich einmal fast einen Fehler gemacht. Also ich habe einen Fehler gemacht, aber ich habe... Alerts aus, please. Aber klar, mein Subscriber Most Beer. Gar kein Problem. Ist trotzdem recht. Und zwar gehe ich hier in diese Engstelle rein. Und muss dafür flashen und cleansen. Um dann nicht zu sterben, ne? Aber dafür habe ich Cleanse mitgenommen, genau dafür. Weil du kannst Sekrem Ult nicht dodgen. Als Champ ohne Escape. Du kannst auch die Seraphine-Ult schwer dodgen nur. Genau, hier wird der Tolkien rausgepressured. Und wir kriegen unten auch nicht richtig was rein, aber hat es halt dem Nash geschuldet einfach, ne? Ohne Nash sieht das Game schon wieder anders aus. Dass das hier passiert ist, muss ich sagen, sehr cool für uns. Und da hat Lava nicht gut. Also er muss seinen Smite ready haben, ne? So, er hat seinen Smite einfach auf cooldown, I think. Oh ja, hier gehen wir für einen Fight.
Das wollten wir doch so spielen. Aber ich bin Ash, ne? Und das ist dann eben gar nicht mehr so cool. Also ich werde einfach runtergerannt vom Olaf. Aber dafür kriegen wir halt oben den Tower. So. Das sind halt so Tode, die sind halt Worf, ne? Da steht 2,9 und wir sind 2 Gold Dead. Und das hier ist so der Punkt, an dem auch wieder. Wir müssen mega defensiv stehen Mitte und es ist immer schwierig zu wissen, wo die Gegner sind. Aber ich habe Ash und kann halt mit E oder mit einem Blue Trinket die Gegner spotten. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel so Waves annehmen. Kommt der E-Spell hier vielleicht? Das ist der erste E-Spell. Genau. Das ist der erste E-Spell. Und dann kommt der zweite. Und jetzt some point werde ich die erwischen. Und wir haben jetzt die Position von 4 Spielern. Und wenn wir die Position von 4 Spielern haben, wissen wir auch, wo wir aufpassen müssen und wo nicht. Jetzt kann Tolkien unten rein pressuren. Jetzt kann Agurin oben rein pressuren. Und sobald wir jemanden von denen aber wieder sehen, können wir Mitte pressuren. Einfach geil. So. Dafür ist Ash einfach super gut. Ash hat uns auch die ganzen Playoffs mehr oder weniger gecarried. Weil ich mit Ash Botlands einigermaßen neutralisieren kann, egal was Kani macht. Und weil wir halt permanent Informationen haben. Also wir gehen quasi mit unseren Schwächen gut um. Den Teamfight habe ich nicht so sehr gemacht von mir, glaube ich. Also hier Freddy helfen ist eine gute Idee. Ich sehe hier die Stopwatch, auch eine nice Idee. Die Frage ist, ob ich hier nicht eventuell einfach auf die Vex mit drauf gehen sollte und nicht den Olaf weiter hätten sollte. Ja, hat wirklich Spaß gemacht gegen Olaf. Muss sagen, gegen Olaf spielen, krass. Macht richtig Bock und Laune. Keine Meinung, nimmt jetzt Coachings. Er hatte schon Coaching genommen. Also er ist ja jetzt schon highly improved. An der Stelle schon mal, oder nochmal Shoutout an Chicken Hero. Chicken Hero hat aus Kani einen ziemlich guten Spieler gemacht schon jetzt. Giannini Bini? Giannini Bini? Die Disco. Das Disco Prodigy. Dankeschön für deinen Raid. Welcome, guys. Ich mache keine Disco, aber wir gehen gerade noch das Game an. Man gibt vielleicht nochmal Patch Note Rundown. Okay, Leute. Also hier. Die Gegner haben jetzt hier. Wie haben die Nash bekommen? Soll wir zu lange State haben oder so, ne? Genau, wir kriegen Nash und wir wollen aber gerne für unsere Soul spielen. Und trappen den hier vernünftig. Major? Major? What do you want? Ich versteh's nicht. Und dann poken wir hier schön raus mit dem Freddy, mit Freddys Damage. Super cool. Beim Herrn Video meinte der Spieler, ihr habt halt gewonnen, dass Game 5, weil euer Makro so gut war. Was bedeutet, dass Makro so gut ist? Makro ist quasi Map-Movement. Also du unterteilst Gameplay eigentlich in zwei Kategorien und das ist zum einen so Makro, weißt du, wie du auf der Map welche Objectives nimmst du, bla bla bla. Quasi der Gedanken, der Schachpart von League of Legends. Und dann gibt's Mikro. Und es ist so, wie du eine Hecarim-Ult flasht. Oder. So, hier mit Nash, wie gesagt, Nash immer sehr scary. Hier machen wir den Fehler, dass wir nicht Tolkien sofort hochschicken. Weil wir können nichts tun gegen in Teamfights, wisst ihr? Wenn hier ein Teamfight zustande kommt, verlieren wir das Game. Straight. Deswegen muss Tolkien hier hochgehen. No matter what. Egal was Hertha macht, Tolkien muss hier hochfahren.
Und wir müssen alles abgeben, was Hertha möchte an dem Punkt. Er war ein bisschen slow, das zu erkennen. Arrow hier nicht so nice. Soll ich vielleicht gar nicht. Ich kann so oft kann einen slow wart mit dem Arrow, ne? Ah, und hier, look at this. Das ist doch wieder Olaf Gameplay vom Allergemeinsten, oder? Und ich krieg den Reset vom W nicht, weil er GA hat. Ach. Ja, und jetzt ist quasi, genau, jetzt passiert einfach Kha'Zix. Arguin callt hier tausendfach, okay, ich kann die holen. Und er kann sie actually holen. Und Freddy war auch wieder gesmurft. Ich habe kein Auge gehabt für Freddy, guys. Lass gucken. Okay, Freddy fährt hier rein. Ja. Mega, also Arguin so strong, ne, an dem Punkt. Und dieser Arrow, muss ich sagen, der war sehr geil, weil ich den aus der Base schieße und quasi calle, wo der hingeht und ich calle, wie die Teammates moven sollen. So spielt man ja nicht immer Ash, aber ist in dem Fall cool, weil es halt echt über die ganze Map ging. Warum hier kein Finish? Weil die Gegner aus der Base kommen. Wäre Sicilien anstatt Renate besseres Support hier gewesen? Wahrscheinlich schon. Oh, hier Riesenfehler. Riesenfehler von uns. Ich habe einmal nicht gearrowed und einmal Tempo nicht respektiert, ne? Also, I mean, ich habe 3 Tode, aber es waren einfach alle super Worth-Tode so. Hier ist das erste Mal gewesen, dass ich nicht respektiert habe, dass die Gegner schon Tempo hatten. Er hatte sofort drin, aber Gott fucking bless. Mist Matisla für die Ult. Und ich werde einfach nur von Hecarims durchgezählt. Kann den 4 flashen. Arguin holt sich einfach den Support for free. Einfach sehr krank. Also sehr, sehr. Sehr, sehr crazy. Dass wir da so lucky wegkommen. Weil die einfach ihre Ults missen. Und so war dann Nips down, ne? Arguin hat hier gecallt, dass er noch slowen kann. Wird dann engaged? Steht er überhaupt? Weiß ich gerade gar nicht. Fiora ist auch. Ich glaube, Fiora ist balanced, oder? War bei dir? Oh mein Gott, ihr habt meinen Tod gar nicht gezeigt, ne? Wisst ihr, was passiert? Also, das passiert erstmal, ne? So, er delayt die Gegner. Und hier portet einen Olaf rein, der zum Drake moved. Und wisst ihr, was Olaf macht? Olaf läuft jetzt auf uns zu beim Dragon. Geht mit der Knallpflanze rüber. Tötet mich. Und läuft raus. Wie in allen anderen Fights davor auch. In jedem Game. Es ist so piss unbalanced. Es ist so, like, was tust du denn dagegen? Der überrennt mich einfach. So sad. So, nehmen wir Nash noch zusammen. Genau, dann hier wieder Arrow übrigens. Wir wussten nicht genau, wo ist Matislav. Er muss ja actually für einen Flank gehen. Also kommt ein E-Spell. Und dann kommt einfach der Cleanup von unserem Team hier. Wundervoll.
Ja, war sehr, sehr geil. Sehr, sehr gute Series von uns, würde ich sagen. Ist wirklich, war wirklich sehr zufrieden mit der Series. Wenn wir noch, wenn wir diese Games noch abstellen, wo wir Throne, Game 3, glaube ich, ne? Wo wir einfach das kontrollierte Game einfach weghauen, weil wir dumme Wichser sind, dann sind wir ein Team, was in der Relegation auch scary sein kann für die anderen. Jetzt sind wir in Musik, ich gebe euch einen Link. Wenn man jetzt 1 reinspielt, hat zumindest versucht. Ich auch. Ist cool, beides zu können. Rückie-Interview? Ich hatte ein Interview gegeben.